Hallo, in diesem Video geht es um die Sonne und den Klimawandel, also um die Frage, hat die Sonne einen Einfluss auf das Klima? Ja, oder genauer gesagt auf die Klimaänderungen, die wir im Augenblick beobachten. Gut, noch genauer geht es um das Video, was im öffentlichen rechtlichen Fernsehen veröffentlicht wurde, das Video von Professor Lesch, und da hat er nachgewiesen, dass die Sonne nicht am Klimawandel schuld sein kann. Ja, und um das zu beweisen, hat er diese Grafik hier benutzt. Ja, und da sieht man also, das, was er sagt, stimmt. Ne? Seit 1960 geht die Sonnenstrahlung zurück. Ja, sieht man ja hier, 1960 hatten wir so einen Peak und dann ist die zurückgegangen. Ja, also das beweist, obwohl die Temperaturen ja nach oben gegangen sind. Ja, also Sonnenaktivität und Temperaturverlauf, die steigt ja, die passen nicht mehr zusammen. Ja, und deshalb sagt Professor Lesch, kann ja die Sonne nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Gut, jetzt machen wir mal Folgendes. Also diese Grafik, da steht unten noch was drunter. Da fahren wir jetzt mal nach unten und da ist diese Grafik erklärt. Also ich verlinke das, wo er die her hat. Das ist eine Universität aus den USA. So, da steht also diese historischen TSI-Daten, oder besser gesagt TSI-Rekonstruktion. Ne, denn vor 1978 gab es ja noch keine Satelliten, ne, und die fängt ja hier 1600 an. Ja, also erst hier haben wir Satellitendaten und das sind alles Proxydaten. Ja, also diese Rekonstruktion der TSI, Total Solar Irradiance, der totalen Sonnenstrahlung, ja, ist unoffiziell. Ne, steht da. Das sind keine offiziellen Daten. Ja, und dann steht noch dahinter, sie wurden verändert. Ja, damit sie dem entsprechen, was wir vermuten, wie sich eben diese Solaraktivität verhalten haben hätte können. Ja, also die ganzen Daten hier oben, die sind weder offiziell, noch sind das Rohdaten, sondern die haben die korrigiert, ne? Oder wie man sagt, justiert. Und das Justieren kennen wir ja schon von den arktischen Temperaturdaten, von dem Climate Gate Skandal. Ne? Da wurden ja die Meeresdaten geändert, um einen Peak verschwinden zu lassen. Ja, und hier sieht's also genauso aus. Das sind keine, also das sind weder offizielle Daten, noch sind das die richtigen Daten, sondern das sind justierte Daten. Ja. Und die justierten Daten sagen eben, 1960 hier, da hat man eine Spitze und heute haben wir eigentlich relativ wenig Sonnenstrahlung. Gut, jetzt kann man sich fragen, also wenn das die justierten Daten sind, ja, dann muss es ja auch irgendwo nicht justierte Daten geben. Und die gucken wir uns jetzt mal an, und zwar von der gleichen Universität, die hat freundlicherweise auch die Rohdaten zur Verfügung gestellt. Ja, und dann werden wir etwas Erstaunliches erkennen. Ja, das sind also die Rohdaten, bevor die angepasst wurden. Und da sieht man ganz klar, wir haben hier das Jahr 1960, ne, wenn man dann nach oben geht, da haben wir einen Peak. Aber in der Grafik von Professor Lesch, da waren diese beiden Peaks hier irgendwo hier oben. Ja? Und wenn man jetzt die Rohdaten nimmt, dann sieht man, seit 1960 gehen die Sonnenaktivitäten nicht zurück, sondern die Sonnenaktivität ist einmal kurz eingeknickt und ist dann hier oben gleich geblieben. Also die drei höchsten Werte von Sonnenaktivität, die hatten wir in den letzten 30 Jahren. Ja, also das hört ja auf 2015. Weiter geht das noch nicht. Und die Grafik wurde 2017 erstellt, also die letzten 2 Jahre sind dann noch nicht drin, aber man kann sagen, so die letzten Jahrzehnte war die Sonnenaktivität auf dem höchsten Niveau. Ja, und da gibt es auch noch eine andere Studie, die sagt, sogar auf dem höchsten Niveau seit 8000 Jahren. Ja, das war, glaube ich, Professor Solani. Gut, wir sehen also, es kommt immer darauf an, welche Daten man nimmt.
ja, ob man die Rohdaten nimmt, die echten Daten oder sogenannte justierte Daten, wo irgendwelche Wissenschaftler die Daten verändert haben, weil sie glauben, man müsste die irgendwie anpassen. Ja, und die Anpassung, die fand hier statt. Und zwar müsst ihr ja wissen, dass den TSI, den misst man ja per Satellit. Ja, aber hier 1978, da haben die ja erst angefangen zu messen. Ungefähr hier. Ja? Weil vorher hatten wir ja noch gar keine Daten und deshalb nimmt man da Proxy-Daten. Ja, also alles von hier vorne bis 1978, das ist ungefähr hier. Ja, das sind Proxy-Daten und hier, das sind Messungen. So, und an der Übergangsstelle, ja, da haben die jetzt den Trick gemacht, da haben die letzten Jahre einfach nach unten geschoben, beziehungsweise die Jahre davor nach oben geschoben. Ja, an der Übergangsstelle, wo sozusagen die Proxy-Datenmessung aufgehört hat, also die ungenaue Messung, und wo die Satellitendaten angefangen haben. Ja, weil sonst konnte man ja nicht tricksen. Das geht ja nur an der Übergangsstelle. Und das haben sie auch gemacht. Ja, und deshalb ist in der anderen Grafik zu sehen, dass angeblich der TSI runtergeht seit 1960, aber in dieser Grafik nicht. Ja, man sieht es übrigens auch hier, wenn man die Skala sich anguckt. Ja, wir sehen also, es kommt immer darauf an, ob man die echten Daten nimmt oder nicht offizielle justierte Daten. Und Professor Lesch hat die andere Grafik genommen, also die nicht offiziellen justierten Daten, wo auch extra beisteht, dass es nur eine Schätzung ist. Ne? Die echten Daten, das sind die hier und die passen sehr gut zum Temperaturverlauf. Ne? Sonnenaktivität und Temperaturverlauf passen zusammen. Gut, noch eine kleine Anmerkung. Wenn man sich hier mal die linke Seite anguckt, dann werdet ihr sehen, dass sich also der TSI nur ganz unwesentlich geändert hat. Ne, das sind, weiß ich nicht, 0,1% oder irgendwie sowas. Ne, also braucht man gar nicht eigentlich beachten. Und manche Leute sagen dann eben, ja, wenn der sich doch fast gar nicht geändert hat, ne, von 1360 auf 1361, das ist doch nichts. Ja. Dann sagen die, dann kann das doch auch nicht für die Temperaturänderung verantwortlich sein, dieser TSI. Gut, da muss man sagen, dass das mit den TSI so ist, das ist ja so ein Gesamtwert, ne? Also die Strahlung über alle Frequenzen. Und wenn ich jetzt diesen TSI oder wenn die Sonne den TSI nur ganz leicht steigen lässt, ja, dann verschiebt sich das ganze Frequenzspektrum und der Peak, also der höchste Wert im Frequenzspektrum, ist da mehr im ultravioletten Bereich und dieser ultraviolette Bereich, der kann dann weit überproportional ansteigen. Das heißt, hier steigt der TSI nur zum Beispiel um 0,1% an, nur mal so als Beispiel jetzt, ja. Aber die ultraviolette Strahlung steigt dann um 20% an. Ja, also da darf man nicht drauf reinfallen. Schon eine leichte Erhöhung des TSI, ne, der steigt ja hier nur ganz leicht an, wenn man die Skala hier betrachtet, die kann sehr große Änderungen der ultravioletten Strahlung bewirken. Und diese ultraviolette Strahlung, da vermutet man ja, dass sie das Klima reguliert. Ne, und zwar über die Wolkenbedeckung. Je nachdem, wie viel Wolken du hast, wird es ja wärmer bzw. kälter. Ja, da gibt es noch eine andere Theorie, dass die dann auch noch Einfluss hat auf Strahlung aus dem Weltraum. Ja, aber auf jeden Fall vermutet man, UV-Strahlung ist für das Klima verantwortlich und die ändert sich also weit überproportional. Ja, und der physikalische Satz, der dahinter steckt, das ist der sogenannte Wien'sche Verschiebesatz. Ja, da kann man dann also berechnen, wo sich dann das Maximum hin verschiebt. Und wenn ich also eine Erwärmung habe, dann heißt das dann also, das verschiebt sich mehr in Richtung UV-Bereich. Gut, also noch ein kleines Wort am Ende. Ich wollte mit diesem Video nicht beweisen, dass die Sonne schuld ist am Klimawandel. Ja, vielleicht ist sie zu 0% schuld, vielleicht zu 10%, zu 20%, zu 30% oder zu 100%, ne, oder 85,7%. Ja, das kann euch keiner sagen, ich auch nicht.
Ja, da gibt's wahrscheinlich ganz wenige Leute, die da überhaupt nur mitreden können. Und da halte ich mich mal einfach ganz raus. Denn der klügste Mensch auf der Erde, das ist der Mensch, der seine Grenzen kennt. Gut, vielleicht könnte man das machen, was die Wissenschaft eigentlich machen soll, nämlich gemeinsam nach der Wahrheit suchen. Ja, aber das wird ja in Deutschland nicht mehr gemacht. Wir leben ja jetzt in alternativlosen Zeiten. Da darf man ja die Politik der Bundeskanzlerin nicht mehr in Frage stellen. Ja, kommt wahrscheinlich daher, weil sie schon an der letzten Diktatur mitgewirkt hat in der DDR. Da ist sie das wahrscheinlich noch so gewöhnt. Und das hat jetzt auch auf die Wissenschaft abgefärbt. Ne? Professor Lesch hat ja auch gesagt, es wird nicht mehr diskutiert. Ne? Er ist es jetzt satt. Ja? Seine Meinung ist also jetzt alternativlos. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass er sich schon für die andere Kurve entschuldigen musste, für die Temperaturkurve, die war nämlich gefälscht. Ja, die hat er von Wikipedia. Muss man sich mal vorstellen, Fernsehprofessor nimmt als Quelle Wikipedia, wo jeder alles reinschreiben kann. Ja, und damit sind wir wieder bei Wikipedia und der sogenannten Zwangseinblendung. Und zwar immer ein paar Tage, nachdem ich ein Video hochgeladen habe, da setzt YouTube einen Link zu Wikipedia unter meinem Video. Ja, den kann ich auch nicht wegmachen, sondern das ist eine Zwangseinblendung, weil YouTube bestimmt jetzt also, wenn sich jemand kritisch über den Klimawandel äußert, ja, dann sollen die Leute also direkt weitergeleitet werden zu Wikipedia, damit die da die richtige Meinung hören. Also ich meine die Regierungsmeinung. Ja, und das wird wahrscheinlich bei diesem Video auch so sein. Das ist schon bei vielen Videos. Da haben mich also die Leute gefragt, warum ich denn zu Wikipedia verlinke, weil Wikipedia ist ja schon öfter durch Betrügereien aufgefallen. Da konnte man dann Links kaufen und so. Ja, und im Augenblick, schreibt die Junge Freiheit, wird das wohl kontrolliert von einem Grünen, der bestimmt also, was bei Wikipedia über den Klimawandel geschrieben werden darf. Ne? Und YouTube macht damit, die verlinken dann also, damit ihr direkt seht, dass ich ein ganz böser Klimawandelleugner bin. Wenn ich zum Beispiel hier auf solche Unstimmigkeiten hinweise, und dann könnt ihr euch da die richtige Meinung abholen bei Wikipedia, also die Regierungsmeinung. Ja, ich weiß auch nicht, ob mein Kanal nicht irgendwann gesperrt wird. Also Videos wurden jetzt schon demonetarisiert, weil sie nicht die Regierungsmeinung widerspiegeln. Kann also sein, dass mein Kanal dann ganz weg ist. Und wenn ihr dann nichts mehr von mir hört, dann sage ich schon mal auf Wiedersehen.